Schokoladenparty, 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 Nikolaus Schokoladenparty, Schokoladenparty. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Nikolaustag, denn wenn ich das hochlade, ist es bereits abends. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mit euren Kleinen und auch so selbst ihr, die keine Kinder habt, dass ihr einen schönen Tag hattet. Und ja, es ist jetzt kurz vor 8. Ich bin relativ früh wach für meine Verhältnisse. Sehr früh sogar. Das liegt aber daran, dass ich eigentlich seit 0 Uhr schon wach bin und nicht schlafen kann, weil ich zu früh ins Bett gegangen bin, also um 21 Uhr und keine Ahnung, mein Rhythmus ist so kaputt, dass ich um 0 Uhr wieder wach geworden bin und seitdem nicht schlafen kann. Na gut, was soll's, seid ihr jetzt so? Ich muss gucken, dass ich meinen Rhythmus wieder mal so in die Reihe kriege, so dass es wieder normal wird, dass ich wie ein normaler Mensch schlafen gehe. Ist Alessandros Nikolaus geschenkt. Wir haben ja immer einen Nikolaus, dann hier so eine kleine Schoko-Milka-Kugel. Hip, frische Spaß, der liebt das Zeug unglaublich. Und hier ist sein Elefant drin. Und ja, wir haben von der Omimi, also von der Freundin von meinem Papa, haben wir diesen Adventskalender bekommen. Und da fehlt allerdings eins, da hat sie gesagt, das sucht sie noch. Und ich finde so süß, oh mein Gott. Schade, dass es nicht vorher gehabt hätte, sonst hätte ich da immer die ganze Schokolade reingemacht, die er hat. Also von seinem komischen Kinderschokoladen-Adventskalender hätte ich das da reingepackt. Ich bin mir überlegen, ob ich das noch mache, aber ich finde, das sieht so süß aus hier so unterm Weihnachtsbaum. Oh, wie süß. Ja, und auf jeden Fall ist das der Nikolaus-Schuhstiefel. Den darf er dann auspacken, wenn der kippt so ein bisschen. Aber gut, den darf er dann gleich auspacken, wenn er wach wird. Und ich räume jetzt noch ein bisschen auf und joa, dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich ihn wecken gehe. Was ist das hier? Hä? Was ist das hier? Möchtest du als erstes das? Als erstes? Okay, Mama macht das schnell auf. Mama macht das schnell auf. Also das erste Nikolaus-Geschenk hier ist der totale Hit. Der liebt die Dinger so sehr. Die sind noch 0, nix leer. Hä? Wollen wir mal drücken? Den letzten Rest rausdrücken? Mhm. So, das war Nikolaus Nummer 1. Dann haben wir hier ein... Oh, muss ich aufmachen? Gucken wir mal auf hier. Oh. Was ist da drin? Hm? Was ist da drin? Wollen wir das mal aufmachen? Oh, guck mal! Oh, guck mal! Oh, wird direkt gekuschelt. Oh, kommst du, Mama? Oh, gibst du Mama einen Kuss? Oh, dankeschön! Oh, kuschelst du dich zu Mama? Mit dem Elefanten? Mit dem Kuschelelefanten? War das gut? Hm? Schmeckt das gut? Oh, ich habe jetzt eben mal so spontan die Spielecke wieder ins Wohnzimmer verfrachtet, weil hier einfach viel mehr Platz ist als im Schlafzimmer und wir eh hier mehr sind als im Schlafzimmer. Deswegen habe ich einfach hier sein Teppichchen und den Hochstuhl. Der stand hier, den brauchen wir aber nicht mehr, den benutzen wir nicht. Den habe ich jetzt auf den Dachboden gebracht. Da seine Kiste mit seinen ganzen Spielsachen drin und da oben drauf die ganzen Kuscheltiere draufgehauen. Und hier habe ich einfach seine Bücher und sein... Damit spielt er ganz gerne mit diesem Ding. Das ist so ein Zoo-Spielzeug. Also da sind so Tiergeräusche und Lieder und es macht Musik und was weiß ich. Und da unten sind ein paar Kuscheltiere, die hat er da reingeräumt, von da nach da. Das Teil ist so eine Kiste, wo man Förmchen in die
ja, verschiedenen Formen rein. Also so kleine, wie soll ich es nennen? So kleine Teile, also Kreise und Vierecke und sowas in die verschiedenen Formen reinmachen muss. Und das ist so ein Teil, da schmeißt man hier oben den Ball rein. Und dann plumpst der da immer runter und der Ball leuchtet. Aber der Ball ist irgendwo da in der Kiste, weil der Herr immer mit dem Ball spielt. Und ja, vorher war das hier oben leer, weil Alessandro immer die Bilderrahmen, die da drin waren, ausgeräumt hat. Und da unten waren diese Bücher. Da war diese Box, wo Dennis seine ganzen Spiele drin sind. Und die Xbox lag gerade da unten. Und da unten in dem anderen Fach sind auch nochmal Bücher und Zeitschriften von mir. Und da sind halt Alessandros Bücher. Und so sieht das eigentlich ganz okay aus. Ich lasse das auch so. Und ja, ich habe hier noch den Staubsauger liegen, was ich eben noch gesaugt habe. Alessandro spielt mit dem anderen Teil. Und da oben ist noch die ganze Weihnachtsdeko, die ich wegräumen muss. In den Kisten sind noch Kosmetik von mir. Die muss ich alles, das muss ich jetzt alles gleich aussortieren. Und mal in meinen Schminktisch wieder neu ordnen. Und in der Tüte, da ist alles Bastelzeug. Also Fingerfarben, Kleber, Pailletten. Alles Mögliche ist da drin und ja, ansonsten bin ich soweit eigentlich fertig mit dem Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ja, mit dem Wohnzimmer bin ich soweit fertig. Alessandro saugt. Okay. Ich mache jetzt hier noch zu Ende und dann melde ich mich wieder. Alles fertig gemacht. Da oben liegt nur noch Mr. Maske. Ja, und ich habe mal wieder so extrem geile Weihnachtssocken an. Und ja, das Wetter sieht eigentlich ganz okay aus. Es ist halt grau, wie immer. Und ja, im Fernsehen Berlin Day and Night. Ich habe gerade meine 5 Minuten. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade, kommt so die ganze Müdigkeit. Ich bin so müde, so müde. Aber ich muss mich jetzt langsam fertig machen. Weil ich mich gleich mit meiner besten Freundin treffe. Wir gehen dann in die Stadt. Wir wollten ja eigentlich in die Nordweststadt gehen, also ins Nordwestzentrum, aber ich glaube, wir gehen nicht mehr dahin, weil es einfach zu weit ist. Und ich gehe dann nächste Woche mit dem Dennis zusammen. Aber Kaufhof und Karstadt haben ja eine große Auswahl an Kinderspielzeug, deswegen gucke ich mal da nach Weihnachtsgeschenken. So, jo, ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich unterwegs bin. Bis nachher. Da, die Zia ist da. Mein Telefon. Also wenn du jetzt nicht kommst. Jetzt kommt er auch. Nein, ey. Ey. Dabei chattet sie. Was chattet sie? Was chattet sie? Was chattet sie? Müssen wir jetzt hier runter? Wollen wir? Wollen wir mit der Bahn fahren? Wir müssen gerade zu meinem Party. Ich und meine beste Freundin. Psst. Jetzt fangen wir es nachher an. Dann gibt es jetzt mal Essen. Jo.